Servus Leute, ich komme gerade vom Wertstoffhof und im Altmetallcontainer habe ich dieses Tischgestell hier gefunden und da bauen wir uns heute einen coolen Beistelltisch daraus. Los geht's. Also die Kupferfarbe von dem Gestell finde ich jetzt ja persönlich nicht so den Hit, aber kein Problem, werden wir nachher entsprechend umlackieren. Dann fangen wir mal mit der Tischplatte an. Ich habe geplant, in die Tischplatte so Beton-Inlays einzugießen mit verschiedenen Farben. Und da brauchen wir diesmal ausnahmsweise mal keine Schalungsform, sondern da werde ich hier solche Silikonformen verwenden. Ja, und die füllen wir jetzt mal auf. Zum Gießen habe ich mir einen sehr feinkörnigen Mörtel aus Weißzement, Quarz, Sand und Quarzmehl angemischt. Ich habe dann noch ein Fließmittel dazugegeben und dadurch wird der Mörtel dann sehr fließfähig und lässt sich dadurch dann auch einfach verarbeiten. Den angemischten Mörtel habe ich mir dann in die Gießform gefüllt und wie ihr sehen könnt, hat es eigentlich echt problemlos funktioniert. Silikonformen eignen sich grundsätzlich ziemlich gut zur Verarbeitung von Beton. Die kann man danach dann einfach wieder sauber machen und wieder verwenden. Ich denke, zur Herstellung von Silikonformen werde ich demnächst auch mal ein Video machen, weil es ist auch ein sehr interessantes Thema. Für ein cooles Design habe ich geplant, dass die Betonwürfel später alle leicht farblich unterschiedlich sind. Ich habe dafür der Mischung noch Farbpigment hinzugegeben, also schwarzes Farbpigment in verschiedenen Mengen. Und dadurch erhält man dann verschiedene Grautöne. Ja, und letztendlich will ich dann dadurch die Farben Weiß, Betongrau und Anthrazit erzielen. Wenn der Beton jetzt aushärtet, machen wir gleich mit der Gießform weiter und da brauchen wir jetzt erstmal eine passende Bodenplatte. Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Ich habe jetzt hier noch eine runde Spanplatte von dem alten Projekt. Zum Glück schmeiße ich nichts weg. Die ist zwar ein wenig zu groß, aber macht da nichts, schneiden wir uns einfach passend zurecht. Zum Schneiden verwende ich wieder die Kantenfräse mit dem selber gebauten Kreisschneider-Chick. Damit geht es nämlich ganz einfach. So einen Kreisschneider-Chick kann man sich ganz einfach selber machen. Da habe ich vor längerer Zeit schon mal ein Video dazu gemacht. Man muss dann einfach nur noch den Radius einstellen und dann kann man damit ganz exakte Kreise ausfräsen. So, und schon haben wir hier einen passenden Kreis. Ich habe mir dann den gleichen Kreis nochmal aus Plexiglas ausgeschnitten. Das wird dann der Boden der Gießform sein, ist dann komplett glatt und dann erspare ich mir dadurch das Schleifen. Man könnte natürlich die Oberfläche von dem Holz auch mit wasserfestem Klebeband abkleben, aber dann hätte man später auf dem Epoxidharz die Stöße von den einzelnen Klebebandstößen und man müsste wieder viel schleifen und das kann ich mir so ersparen. Für die Gießform brauchen wir auch noch eine Umrandung. Da habe ich jetzt mal im Internet was Neues entdeckt. Und zwar ist das hier so eine Gattenbeet-Einfassung aus Kunststoff. Und ja, das werde ich heute mal testen. Das wird sich auch wahrscheinlich für Betonschalungen ziemlich gut eignen. Das ist auch richtig gut flexibel. Also ich denke, damit lässt sich gut arbeiten. Schneidet man es erstmal in die benötigten Maße zurecht. Jo, passt perfekt. Mit der Gießform war ich fertig. Das hat alles optimal funktioniert und auch die Idee mit der Rasenkante, ja, das hat sich echt gut umsetzen lassen. Also kann ich euch empfehlen. Ich habe jetzt alles abgedichtet, innen mit Silikonfuge und außen nochmal zusätzlich mit Klebeband, weil bei Epoxidharz, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Der Mörtel ist jetzt mittlerweile auch ausgehärtet, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was ich da fabriziert habe. Die Betonwürfel lassen sich dann wieder ganz einfach aus der Form entfernen. Ja, die Oberflächen sind auch komplett glatt. Top Ergebnis, würde ich sagen. Ich
Ich habe mir jetzt hier mal noch ein paar Sechseckwürfel in verschiedenen Farben gegossen. Da sind sogar mehr, als ich brauche. Und bevor wir jetzt dann mit dem Epoxidharz weitermachen, werde ich auf dem Beton noch eine unsichtbare Imprägnierung auftragen, weil dadurch behält nämlich dann der Beton im Epoxidharz seine Optik. Wenn man das nicht macht, dann wird er so bräunlich und es sieht dann nicht wirklich gut aus. Und dann machen wir jetzt hier mal mit dem Puzzeln weiter. Die Betonwürfel habe ich dann so in der Gießform angeordnet, dass sie von der Farbe her immer entgegengesetzt zueinander liegen. Und ja, das Ergebnis gefällt mir schon mal richtig gut, muss ich sagen. So, dann machen wir auch gleich mit dem Epoxidharz weiter. Ich habe geplant, dass ich die Zwischenräume jetzt mit klarem Epoxidharz ausgießen werde. Und da verwende ich von der Firma Epoxid 1 das Allrounder. Das hat eine maximale Gießhöhe von 0,3 bis 5 cm. Und das mischen wir uns jetzt mal an. Das Mischungsverhältnis vom Allrounder ist genauso wie beim Art und liegt hier bei 100 Teilen Harz auf 40 Teile Härter. Die beiden Komponenten werden dann gut miteinander vermischt, nochmal umgetopft und dann kann man schon mit dem Gießen beginnen. Wenn ihr jetzt auch ein Projekt aus Epoxidharz geplant habt, aber nicht wisst, wie viel Epoxidharz ihr für euer Vorhaben eben benötigt, dann geht einfach auf die Seite von Epoxid 1, da gibt es einen Mengenrechner und da könnt ihr für verschiedene geometrische Formen einfach eure Maße eingeben und dann wird euch angezeigt, wie viel Harz ihr dafür benötigt. Fertig angemischte Epoxidharz habe ich dann in die Schalungsform gegossen. Ja, ich habe am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken gehabt, dass die Würfel aufschwimmen oder sich verschieben, aber das war, wie ihr sehen könnt, zum Glück kein Problem. Und die Form habe ich dann einfach so weit aufgefüllt, bis die einzelnen Betonwürfel so circa 1 bis 2 mm bedeckt waren. Wenn das Epoxidharz gerade noch aushärtet, habe ich schon mal mit dem Tischgestell weitergemacht. Ja, da habe ich jetzt einen neuen Lack aufgetragen. Jetzt ist die hässliche Kupferoptik auch weg. Ich habe das Ganze mit dem Spray lackiert. Ja, das ist so Edelstahloptik. Und ich muss sagen, jetzt sieht das Tischgestell doch schon deutlich edler aus. Also kann man lassen, gefällt mir. So Leute, die Tischplatte habt ihr gesehen. Ich muss sagen, mit der Oberfläche bin ich echt zufrieden. Komplett glatt, keine Blasen, muss ich gar nicht mehr schleifen. Einen kleinen Makel hat sie allerdings und zwar sind es an manchen Stellen leichte Eintrübungen im Harz. Und ja, ich kann euch auch ganz genau sagen, woran es da gelegen war. An diesen Stellen, wo sich das Harz leicht eingetrübt hat, da war noch geringfügig Feuchtigkeit im Beton enthalten. Also der Beton noch nicht komplett ausgetrocknet. Und ihr wisst ja, Epoxidharz und Feuchtigkeit, also Wasser, vertragen sie ungefähr genauso wie Hund und Katze, also überhaupt nicht. Und deswegen ja, gab es da an manchen Stellen leichte Eintrübungen. Ich weiß es eigentlich, ich hätte eigentlich daran denken müssen, aber ich bin ja eigentlich auch davon ausgegangen, dass der Beton komplett trocken ist. War nicht so, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, aber ich muss sagen, ich finde es auch nicht übermäßig schlimm, weil es fällt kaum auf. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Ich werde jetzt mal noch kurz die Oberfläche auf Hochglanz polieren. Dafür verwende ich eine spezielle Politurpaste für Epoxidharz. Teste ich heute auch das erste Mal. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann, wenn ich damit fertig bin, zeige ich euch den fertigen Tisch. Thank you.
So Leute, der fertige Tisch steht jetzt hier unten bei uns im Eingangsbereich. Ich denke, der passt optisch und auch von der Farbe her ganz gut da rein. Und damit wären wir eigentlich heute wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Ciao.